Zwei senkrechte Stangen, eine Querstange, dazu ein ovaler Ball, das muss Rugby sein. Der SC Neuenheim ist einer von 5 Rugbyvereinen in Heidelberg. Die Jugendarbeit ist für diesen Verein sehr wichtig. Aus diesem Grund ist einiges für Kinder und Jugendliche geboten. Für Jugendliche gibt es einmal natürlich das ganz normale Rugby-Training, das wir haben. Wir machen aber auch Austausch mit einem Rugby-Club in Montpellier. Das ist Jacques Montpellier, das ist ein Rugby-Club. Die Franzosen spielen ja in der Regel ein bisschen mehr Rugby als wir, wo wir jedes Jahr in einem Jahr fahren wir hin. Das darauf folgende Jahr kommen die Franzosen zu uns. Die Kinder wohnen in Gastfamilien. Wir haben, das sind jetzt so speziell um die 12-jährige Kinder, die diesen Austausch machen. Dann gibt es für unter 16 Jahre und unter 18 Jahre regelmäßig einmal im Jahr Trainingslager am Atlantik in Frankreich, verbunden mit Fahrten zu Turnieren. Wir veranstalten mit den Kindern Feste hier, Fischerfest, Neuenheimer Marktplatz, wo die Kinder auch mit eingebunden sind. Dieses Jahr haben sie Waffeln verkauft und richtig viel Geld für die Jugendkasse gemacht. Und ja, also auch im sozialen Leben, aber auch mit Fahrten ist hier ziemlich viel los mit der Jugend. Unser Verein ist eigentlich der älteste nur Rugby-spielende Verein. Also wir haben früher, ich glaube, der Verein hat irgendwann mal angefangen mit Fußball, aber seit 1902, und so alt ist der Verein, gibt es also im Prinzip nur Rugby bei uns. Und den Verein zeichnet eigentlich aus, dass wir eine große Bandbreite an Mitgliedern haben. Nicht, das ist mittlerweile von den ganz Kleinen bis zu den mittlerweile Senioren. Es gibt ein großes Maß an Vereinstreue bei uns. Wir haben fast unsere gesamte Vorstandschaft nur aus eigenen Mitgliedern rekrutiert, das also über Jahre hin. Wir machen praktisch alles in eigener Regie und es gibt eine große kameradschaftliche Verbundenheit, die über viele Jahre währt. Und wenn man das über die Jahre betrachtet, also die Jungs, die hier mal angefangen haben oder Mädchen, die bleiben meist auch hier über Jahrzehnte meistens. Mit über 550 Mitgliedern ist der SC Neuenheim einer der größten Rugbyvereine in ganz Deutschland. Schülerteams, Oldies über 35 Jahren, sogar die Minis ab 3 Jahren üben diesen Sport aus, der doch vermeintlich so brutal ist. Er sieht etwas hart aus, der Sport, aber er ist letztlich, sagen wir, von den Verletzungsproblemen her nicht anfällig. Also man ist nicht anfälliger als in anderen Sportarten, siehe Handball, siehe Fußball. Das hängt auch natürlich ein bisschen von den Altersklassen ab. Sehr wenig passiert eigentlich in den ganz jungen Klassen, in den Schülerklassen, also ist eigentlich das Risiko relativ gering. Es ist ein Sport allerdings, der Fairness erfordert und es gibt sehr strikte Regeln. Und wenn man die beachtet, dann kann eigentlich normal nicht viel passieren. Da muss man mal vorweg sagen, dass Rugby ganz, ganz strenge Regeln hat, dass getackelt werden darf, das heißt, jemand gehalten werden darf, zu Fall gebracht werden darf, aber nur der Ballträger, also es ist schon mal nicht wie beim American Football, dass Leute ohne Ball angegriffen werden und man darf auch wirklich nur unter Brusthöhe halten, also Hals, Gesicht, Kopf geht gar nicht und dadurch, dass Kinder sowieso im Alltag viel mehr fallen als wir Erwachsenen und wenn man die dann mal so hält und die hinfallen, das macht denen gar nichts eigentlich. Damit sich niemand verletzt und alle an diesem Sport Spaß haben können, ist eines beim Rugby noch wichtiger als bei allen anderen Sportarten. Alle müssen sich an die Regeln halten, Fairness ist gefragt. Ja, die Regeln, wie gesagt, also man darf im Rugby den Ball nicht nach vorne spielen, man darf ihn nach vorne kicken, um einen Raumgewinn zu erzielen. Man darf im Rugby tackeln, das heißt, man kann den gegnerischen Spieler körperlich angreifen, unterhalb der Schulterhöhe, das heißt, man kann richtig ihn sozusagen fassen. Aber man darf nur den balltragenden Spieler halten, im Gegensatz zum American Football, wo gecheckt wird, wo man also dem Spieler eine Bahn freiräumt. Im Rugby darf nur der Spieler, der im Ballbesitz ist, getackelt werden, also angegriffen werden. Und ansonsten gibt es die strikte Regel, es darf natürlich nicht getreten werden, es wird sehr strikt geahndet, sofort mit Rot, es darf natürlich nicht geschlagen werden. Es gibt Regeln, das sogenannte Bodenspiel. Wenn man mit dem Ball auf dem Boden ist, darf man den Ball nicht mehr mit der Hand weiterspielen. Deshalb entstehen gelegentlich etwas rustikale Szenen, wenn der Ball am Boden ist und man versucht, den zu erobern von beiden Seiten.
Dann gibt es eine sogenannte Gasse, mit denen der Ball wieder, wenn er ins Aus gerät, also über diese Auslinie gerät, wieder ins Spiel gebracht wird, und ein sogenanntes Gedränge, das machen die Stürmer, die um den Ball kämpfen, wenn man den Ball nach vorne wirft, ist ein sogenannter Vorwurf. Dann gibt es ein sogenanntes Gedränge und dann wird der Ball eingegeben und eine der Mannschaften kann ihn dann erobern. Es gibt den sogenannten Versuch, das bedeutet, wenn man den Ball in ein sogenanntes Mahlfeld, in eine Endzone ablegt, über eine sogenannte Mahllinie, und dahinter ist ein sogenanntes Mahlfeld, und in diesem Feld muss man den Ball ablegen, dann gibt es 5 Punkte und dann hat man noch die Chance, den Ball in der Höhe, in der man den Ball abgelegt hat, zu setzen, also als Setzkick, und dann kann man noch 2 Punkte dazu verdienen, indem man den Ball über die Querstange und über die Längsstange, das, was Sie draußen sehen, dann auf dem Platz befördert, und dann gibt es insgesamt 7 Punkte. Das komplizierte Regelwerk lernt der Nachwuchs beim SC Neuenheim in 7 Jugendmannschaften von der Pike auf. Aber auch ein späterer Einstieg ist möglich. Allerdings gilt, je früher man mit dem Rugby beginnt, desto schneller beherrscht man das Spiel. So gibt es Trainingseinheiten schon für Kinder ab 3 Jahren. Ja, also mit Rugby selbst hat es eigentlich erstmal gar nichts zu tun. Wichtig ist, dass Kinder in dem Alter schon anfangen, Sport zu machen. Und wir versuchen uns natürlich, unsere ganz Kleinen zu dem Sport schon in dem Alter heranzuziehen. Das ist jetzt nicht Rugby nach Regeln in Turnierform oder sonst irgendwas. Das ist einfach spielerisch mit dem Ball umgehen, Spiele mit dem Rugbyball machen, sich an den in Deutschland nicht so ganz bekannten ovalen Ball gewöhnen und einfach mal anfangen, ein bisschen nach Regeln zu raufen. Dass die Jugendarbeit nicht ohne Eigennutz geschieht, versteht sich von selbst. Die Kinder und Jugendliche brauchen den Verein, aber der Verein braucht auf der anderen Seite auch die Kinder und Jugendlichen. Außerdem ist die Jugendarbeit sehr wichtig, weil man einfach eine Basis braucht, Jugend braucht, viele Kinder hier auf dem Platz braucht, die Idole haben in der ersten Mannschaft, ja, die einfach Orientierung haben. Und ja, ich denke, der Verein braucht die Kinder, aber die Kinder brauchen auch den Verein. Gerade in der heutigen Zeit sage ich immer, lieber auf dem, wir haben hier in Heidelberg den Bismarckplatz, das ist ein Hauptverkehrsknotenpunkt, lieber auf dem Sportplatz rumhängen als auf dem Bismarckplatz, weil hier sind die Kinder einfach gut aufgehoben. Es sind immer Erwachsene da, die gucken und sie haben eine Aufgabe. Und ja, sowas bringt halt das Vereinsleben mit sich. Aus diesem Grund arbeitet der SC Neuenheim in 6 Schulen und einem Kindergarten zusammen. Dort vermitteln Trainer Rugby kindgerecht. Ziel ist es, Schüler für den Sport zu begeistern und als Nachwuchsspieler für den Verein zu gewinnen. Rugby ist eine der schnellsten Mannschaftssportarten und fördert den Teamgeist, verlangt Fairness und Respekt vor dem Gegner und fördert damit das Sozialverhalten jedes Spielers. Sogar mit der Mannheimer Maria Montessori Förderschule gibt es eine Kooperation. Es sollen Kinder aus einem sozialen Brennpunkt über ein regelmäßiges, kräftezehrendes und pädagogisch wertvolles Training gefördert und gefordert werden. Doch was lernt man beim Rugby? Das ist eine gute Frage. Also darüber habe ich auch schon viel nachgedacht. Ich habe auch früher selbst mal Rugby gespielt und ich kann es jetzt einfach nur von Frauenseite sagen, was ich selbst erfahren habe, dass man lernt, als Frau seine Kraft einzuschätzen. Dass man lernt, sich zu wehren, dass man aber auch lernt, einfach mal die Beine unter die Arme zu nehmen und einfach wegzurennen. Aber dass man einfach, wann hat man mal als Mädchen oder auch in jüngeren Jahren die Möglichkeit heutzutage, sich mal richtig körperlich mit jemandem auseinanderzusetzen. Ne? Das machen schon eher die Jungs, ist aber auch nicht mehr gerne gesehen. Ja? Und Rugby bietet einfach einen Rahmen, um einfach mal seine körperlichen Stärken nach Regeln auszuprobieren und an seine Grenzen zu gehen. Nicht nur mit den Beinen, sondern auch mit den Armen, dem Oberkörper und dem ganzen Körper eigentlich. Ja. Man lernt ganz viel eigentlich. Man lernt für sich selbst, wie man zum Beispiel eine Gruppe leiten kann oder sowas. Oder man lernt auch irgendwie seine eigenen Stärken und Schwächen kennen. Und das, denke ich, geht beim Rugby ganz, ist am einfachsten, weil man irgendwie, das eine ganz komplexe Sportart ist, die ganz anders ist als alle anderen Sportarten. Luca Hoffmann, Nachwuchsspieler des SC Neuenheim und Nationalspieler. Er hat eines der begehrten Stipendien ergattert und spielt nun an einer Schule im Mutterland des Rugbys, England. Der junge Sportler ist ein gutes Beispiel für Kooperationen mit dem Ausland. Da ist der Luca ein Beispiel, der ist eigentlich durch Zufall zu einem Art Stipendium gekommen in Gloucester in England, in einem College. Und das ist so, dass eine englische Mannschaft hier zu Gast war von diesem College.
Und die haben ihn spielen sehen und haben dann den Wunsch geäußert, er möge zu ihnen kommen und ihre Mannschaft verstärken. Und seit Anfang September ist er jetzt in England und jetzt im Augenblick hat er Ferien und ist dort, will dort im Prinzip 2 Jahre bleiben an dem College und macht er auch sein Abitur. Der SC Neuenheim pflegt viele Vereinspartnerschaften mit befreundeten Clubs im europäischen Ausland. Dadurch sollen das Völkerverständnis gefördert, Sportfreundschaften gepflegt und natürlich auch Rugby trainiert werden. Und das geht im Ausland manchmal besser als in Deutschland. In England konzentriert man sich dann mehr aufs Rugby, speziell die Rugby-Spieler. Hier die Deutschen gehen in die Schule und dann kommen sie hier nachmittags mal zum Rugby-Training. In England wartest du halt den ganzen Tag darauf, auf das Rugby-Spiel und sowas alles und fokussierst dich darauf und es wird viel mehr Wert darauf gelegt. Speziell jetzt unsere Mannschaft, wir haben eine ganz kleine Schule und ich würde sagen, die ist jetzt schon auf einem viel höheren Level, als hier die Mannschaften sind. Man spielt jede Woche gegen die stärksten Mannschaften, man hat viel größere Möglichkeiten und so. Also von daher ist es ein viel höheres Level. Weitere Partnerschaften gibt es mit Clubs aus Frankreich, Irland oder Schottland. Die Neuenheimer gehen auf Spielreisen oder nehmen an Turnieren im Ausland teil. Außerdem gibt es ein Austauschprogramm mit einer befreundeten Schule. So kommen immer wieder Spieler aus dem Ausland nach Deutschland, um Rugby zu spielen. Wir haben sogenannte Spieler, also ausländische Spieler, die in der Regel zu uns gekommen sind. Zunächst mal aus Simbabwe. Wir haben Spieler, die schon, glaube ich, fast 10 Jahre hier sind. Und dann kommen immer wieder welche nach. Das sind Nationalspieler zum großen Teil. Wir haben im Augenblick auch Engländer hier, die zum Teil studieren, zum Teil einfach mal für ein Jahr kommen und hier Rugby spielen. Und wir haben auch Spieler aus dem russischen Bereich, die einfach hier ihre Berufschancen suchen, zum Teil studieren und dann auch hier oder ein Handwerk erlernen. Und das heißt, wir sind also relativ eine gemischte Truppe, wie man sagen kann. Gemischt mit den Talenten, die bei uns groß werden, zum Teil auch sehr gute Spieler werden, Nationalspieler sind. Und also es ist eine recht bunte Mischung. Erleichtert wird das durch das Rudolf-Eberle-Stipendium des SC Neuenheim. Mit ihm kommen talentierte Spieler leichter an eine Ausbildungsstelle oder an einen Studienplatz in Heidelberg. So können sie dann für den Sportclub Rugby spielen. Seit über 100 Jahren gibt es Rugby beim SC Neuenheim 02. Damit das auch weiterhin so bleibt, wird viel getan. Es findet eine systematische Nachwuchsförderung statt, es gibt vielfältige Austauschprogramme mit dem Ausland und seit kurzem existiert ein Förderverein, der sich um die Belange des Vereins kümmert.